Flux FM in digitaler Gesellschaft. Ja, es kam Ende letzter Woche zu Ausfällen und Störungen bei Twitter, bei Amazon, Airbnb und bei anderen bedeutenden, großen und bekannten Webdiensten. Die Störungen wurden, so viel ist schon klar, durch sogenannte Distributed Denial of Service Attacken hervorgerufen. Das ist ein Phänomen, das es schon seit Jahren gibt und das man vielleicht auch schon mal gehört hat oder von dem man vielleicht schon mal gehört hat. Angreifer schicken massenhaft Anfragen an die Server der jeweiligen Websites eigentlich und legen dadurch eben den Server und dann auch die Website lahm. Jetzt ist diesmal noch ein bisschen was anderes gemacht worden, was das ist, wie diese Angriffe funktionieren und wie man sich als Verbraucher oder Verbraucherin vielleicht auch schützen kann vor den Auswirkungen dieser Hackerangriffe. Das weiß eben Alexander Sander von der Digitalen Gesellschaft. Ich sag nochmal, schönen guten Tag. Hallo. Für die ganz wenigen da draußen, weil wir eigentlich eine sehr gute digital vorgebildete Flux FM Hörerschaft haben, sage ich das. Für die ganz wenigen da draußen, die es noch nicht wissen, was ist eine sogenannte DDoS-Attacke? Du hattest es ja eigentlich schon erklärt, es ist eigentlich ein Angriff eben auf eine Webseite oder auf einen Server, um genauer zu sein, um den einfach lahmzulegen. Also man schickt so viele Anfragen innerhalb kürzester Zeit zu diesem Server, dass der einfach überlastet ist, dass der zu viele Anfragen kriegt, die er nicht verarbeiten kann und deswegen einfach irgendwann ja die Füße hochlegt und sagt, ich kann nicht mehr und deswegen bin ich hier raus, ich bin vom Netz und ich bin nicht mehr erreichbar. In der Vergangenheit wurden solche DDoS-Attacken eigentlich hauptsächlich auf einzelne Seiten durchgeführt, also dass man sich zum Beispiel die Seite von Amazon genommen hat und dann eben dort millionenfach eben Anfragen hingeschickt hat, bis sie diese eben nicht mehr verarbeiten konnte. Bei diesem Angriff ist ja neu, dass sozusagen gleichzeitig viele Seiten vom Netz gegangen sind und was man jetzt hier gemacht hat, ist, dass man nicht den Server von Amazon angegriffen hat, sondern den DNS-Server. Ein DNS-Server ist, klingt erstmal ein bisschen kompliziert, aber einfach nur ein Telefonbuch im Internet, denn hinter Amazon.com verbirgt sich ja eine Zahlenkolonne, die eben wie eine wie eine Telefonnummer ist und damit man eben nicht immer eine relativ komplizierte Nummer eingeben muss und die sich merken muss, sondern eben einfach Amazon, gibt es dann sogenannte DNS-Server, die eben Amazon in diese Zahl umwandeln und wenn man eben diesen Server angreift und bei diesem Server dann eben auch noch andere Unternehmen hängen, dann nimmt man einfach im Grunde alle Seiten vom Netz, die eben über diesen Server laufen, weil dann eben das Telefonbuch einfach schlichtweg nicht mehr da ist. Es gibt halt quasi so eine Basis, auf der die Adressen verwaltet werden. Genau, so ist es. Ja. Also Amazon ist noch da, wenn man eben diese Nummer kennt, die hinter Amazon.com steht, dann erreicht man Amazon ohne Probleme. Okay. Wenn man die aber eben nicht kennt und Amazon.com eingibt, dann landet man halt eben im Nirvana, weil eben dieses Telefonbuch einfach weg ist. Sag mal, wo hast du denn den Pulli her? Amazon ist doch down. Den habe ich bei 192, 86, 12, 10 bestellt. Ja, genau. Wer kennt's nicht, ja? Gut, jetzt spielt das Internet of Things, das sogenannte, immer eine immer größere Rolle. Auch auf dieses Internet der Dinge werden vermehrt Hackerangriffe gestartet. Bevor wir darüber reden, warum, lass uns doch erstmal rausfinden oder auch nochmal den Leuten da draußen erklären, was ist das Internet of Things, das Internet der Dinge? Genau, also das sind im Grunde Maschinen, die kommunizieren. Mhm. Also das bedeutet, dass jetzt zum Beispiel ein Staubsauger ans Internet angeschlossen ist, den ich dann von meiner Arbeitsstelle aus losschicken kann, damit er dann eben fertig gesaugt hat, wenn ich nach Hause komme. Oder mein Brotbackautomat, der eben ein Brot backt und ich ihm einfach per App sagen kann, du sollst 15 Uhr anfangen, damit ich eben 18 Uhr ein tolles Brot habe, wenn ich nach Hause komme. Das sind so die einfachen Anwendungen, die wir eben auch von zu Hause kennen. Darüber hinaus gibt es noch sowas wie im Smart Home zum Beispiel Heizungen steuern oder Licht steuern oder sowas, was man eben alles mit einer App machen kann. Und dann gibt es aber auch Machine-to-Machine-Communication. Das bedeutet, dass dann wirklich nur noch Maschinen miteinander agieren. Das wäre zum Beispiel ein Kühlschrank, der automatisiert Milch nachbestellt, wenn er eben feststellt, dass kein Milch mehr im Kühlschrank gibt's ist. Gibt's schon, ja. Gibt's schon. Und das wäre eben diese reine Machine-to-Machine-Communication. Mhm. Und das ist natürlich im privaten Bereich, wird das angewendet, aber natürlich auch auf einer ganz anderen Ebene im industriellen Bereich. Ja. Also viele Unternehmen nutzen zum Beispiel eben schon diese Machine-to-Machine-Communication. Das ist also absolut auf dem Vormarsch, dass dann eben Maschinen selbstständig feststellen, oh, ich brauche ein neues Ersatzteil, weil statistisch gesehen ist es jetzt so, dass der Laser immer nach 3 Jahren ausfällt. Jetzt sind 2,5 Jahre rum. Ja. Ich bestelle das Ding schon mal, weil wenn ich kaputt gehe, dann ist das Ersatzteil schon mal da. Also das ist eben so ein Moment, wo Maschinen einfach selbstständig sozusagen Arbeitsaufträge an andere Maschinen schicken, die dann eben in irgendeiner Art und Weise aktiv werden. Mhm. Und das ist eben dieses Internet der Dinge. Also, dass ich nicht mehr selbst sozusagen vor meinem Rechner sitze und irgendwas da reinhacke und bei Amazon selbst mein Buch bestellen muss, sondern dass das eben automatisiert passiert. Ja, alles klar. Und dieses Internet of Things ist eben auf dem Vormarsch und das wird eben auch genutzt, um eben zum Beispiel diese Denial-of-Service-Attacken durchführen zu können. Aha. Denn bisher war es eigentlich in der Vergangenheit immer so, dass dann halt irgendwie Rechner oder Smartphones
gehackt wurden, also dass man dann durch E-Mail-Anhänge, auf die man zum Beispiel geklickt hat, der Rechner gekapert wurde, man dann Teil eines sogenannten Botnetzes wurde, also dass dann eben mein Rechner in dem Fall automatisiert jede Sekunde auf Amazon klickt und das machen dann tausende Rechner gleichzeitig. Und schon nochmal Teil von so einer DDoS-Attacke. Genau. Ja. Und jetzt ist es natürlich so, dass die Rechner immer sicherer werden und gleichzeitig aber eben dieses Internet der Dinge entsteht und dort wird gar nicht so sehr auf Sicherheit geachtet. Aha. Also da ist es dann zum Beispiel so, dass halt so eine Überwachungskamera oder eben dieser Brotbackautomat oder mein Toaster gar nicht so gut gesichert sind, dass die teilweise auch mit Standardpasswörtern ausgeliefert sind, also super einfach zu hacken sind, indem man einfach Admin 1234 eingibt, dann hat man Kontrolle über dieses Gerät und lässt dann einfach den Toaster auf Amazon klicken. Er ist viel leichter anzugreifen als eben ein PC, ist viel leichter sozusagen auf Amazon oder wen auch immer eben loszuschicken und dadurch entsteht natürlich diese Gefahr, weil eben immer mehr von diesen Geräten auf den Markt kommen, die extrem schlecht gesichert sind und es gibt mittlerweile schon Suchmaschinen im Internet, wo man einfach sagen kann, zeig mir alle Geräte, die eben mit Standardpasswort da draußen unterwegs sind und da haben es Hacker natürlich relativ simpel, die dann eben einfach einzusammeln, dort die Passwörter automatisiert einzugeben, Kontrolle über das Gerät zu bekommen und die dann halt alle eben zum Beispiel zu Amazon zu jagen und zu sagen, macht jetzt den Dienst lahm. Ja, verstehe. Das heißt, das ist dann auch der Punkt, der das Internet of Things interessant macht für Leute, die hacken wollen, weil da eben der Zugang einfacher ist. Da kann man mit einfachen Schritten eben dann auch einen erfolgreichen Hack starten oder auch einen erfolgreichen Hackerangriff koordinieren. Und man braucht extrem wenig Vorwissen. Also das können halt Script-Kiddies machen. Also Leute, die eigentlich keine Ahnung von Code haben, keine Ahnung von Hacken haben, kommen mittlerweile eben sehr, sehr leicht an diese Geräte ran. Und das ist ein Problem. Hier sind die Hersteller gefragt, eben unbedingt für mehr Sicherheit sorgen müssen, dass eben diese Geräte nicht zumindest so leicht zu hacken sind, dass eben Standardpasswörter mit Admin 1234 ausgeliefert werden. Ja, und ich meine jetzt das Szenario, dass der Toaster sich immer wieder bei Amazon anmeldet, um die Seite zum Fall zu bringen. Das ist ja durchaus noch ein ertragbares, finde ich. Wenn aber der Toaster von mir aus immer wieder eingeschaltet wird, bis er überhitzt und vielleicht sogar anfängt zu brennen. Ich meine, theoretisch wäre ja auch so ein Hack möglich mit der Hardware und dem Internet of Things, oder? Absolut. Solche Hacks werden auch durchgeführt. Wenn ein Staubsaugerroboter jetzt einfach anfängt zu saugen, mag das jetzt nicht so wahnsinnig problematisch sein. Das ist einfach nur unschön. Aber wie gesagt, wenn man zum Beispiel Geräte zum Brennen bringt, ist das durchaus kritisch und es gab zum Beispiel auch schon Hacks, die wurden 2012 nachgewiesen. Es gibt so Insulinpumpen für Menschen zum Beispiel, die eben Diabetes haben und wo dann eben der Arzt automatisiert mit kontrollieren kann, wie viel jetzt eben an Insulin ausgegeben wird, um dann eben sozusagen, was für den Patienten ja eigentlich ganz gut ist, zu steuern, zu sagen mehr oder weniger Insulin, dass eben die Menschen nicht so viel von der Medizin kriegen oder nicht so viel oder das eben personalisiert und passgenau ist. Und hier hat man eben dann so eine Insulinpumpe zum Beispiel gehackt und konnte dann eben die komplette Füllung von diesem Insulin raushauen, was dann Menschen umbringt. Also im Prinzip ein Hardware-Hack, der zum Tode eines Menschen führen könnte. Ja, das ist ein Mod im Grunde dann. Ja. Und, Hardware-Hack, der zum Tode eines Menschen führt? Was du schön sagst, ist ein Mod. Das ist Mod, ja. Und das ist natürlich dann, das klingt jetzt erstmal absurd und auch völlig unvorstellbar. Aber es ist machbar. Aber es ist machbar, es wurde nachgewiesen und das ist natürlich äußerst kritisch, wenn man dann auch so eine ganze Armee von irgendwelchen technischen Geräten so unter Kontrolle hat, dass dann eben Menschen sterben. Mhm. Dann ist es nicht mehr so lustig, wie wenn jetzt einfach Amazon nicht mehr für 5 Stunden erreichbar ist und ich eben 5 Stunden später erst meinen Videofilm kaufen kann oder ähnliches. Bei Attacken wie diesen fragt man sich auch hin und wieder nach der Motivation der Leute, die den angestartet haben oder angeleiert haben. Wenn die Anonymous People, wer auch immer das ist, wenn die mal wieder sagen, wir haben die CIA-Webseite für ein paar Tage lahmgelegt, dann versteht man schon meistens ungefähr, wo da der Hase hin will, ja, oder wie die da drauf gekommen sind. Weiß man oder hat man eine Idee, was jetzt hinter diesen aktuellen Attacken steht? Was für eine Philosophie oder vielleicht auch Motivation. Ja. Also es gibt unterschiedlichste Motivationen, die dahinter stecken. Einmal kann es tatsächlich eben eine politische Kampagne sein, dass man sich eben einen politischen Akteur raussucht oder jemanden, der irgendwas, auch vielleicht ein Unternehmen, was irgendwie, keine Ahnung, irgendwelchen Mist gebaut hat und man möchte gerne darauf hinweisen und macht dann so eine Medienöffentlichkeit, stellt man dadurch her, dass man diese eben zum Beispiel angreift. Aber es ist natürlich eben auch in diesem rein kriminellen Bereich so, dass dann eben zum Beispiel mit Erpressung gearbeitet wird. Also im Vorfeld dieser Attacke wurden wohl auch E-Mails rausgeschickt, wo eben dann
Erpresser gefordert haben, 5 Bitcoin zu überweisen, damit eben so eine Attacke nicht stattfindet. Also es könnte sein, dass man erstmal überhaupt rausfinden will, ob das überhaupt erstmal funktioniert. Ja. Also einfach so auch so ein ganz reiner technischer Anspruch, um einfach mal herauszufinden, was ist eigentlich möglich, wie reagieren Unternehmen darauf, wenn dann so ein Angriff gestartet wird, um einfach auch zu sehen, wie sind hier die die Mechanismen, wie man sich dagegen wehren kann aus Unternehmenssicht. Aber in dem Fall, also gibt jetzt kein Bekennerschreiben oder ähnliches. Also wir wissen jetzt nicht, wer das war. Wir wissen auch nicht so richtig, warum das war. Es sind eigentlich alles Mutmaßungen, die man jetzt treffen kann. Es gibt zum Beispiel eben auch die Mutmaßung, dass das Teil eines größer angelegten Hackerangriffs sein kann und das jetzt eben so der erste Test war, der erste Testlauf war, um zu sehen, wie eben Unternehmen darauf reagieren und wie lange diese Unternehmen dann auch tatsächlich vom Netz sind, wie die Strukturen aufgebaut sind. Ich glaube, was jetzt Unternehmen zumindest gelernt haben, ist, dass sie ja eben viel dezentraler ihre Strukturen aufbauen müssen. Das Witzige ist, dass zum Beispiel Pornhub, also eine Porno-Seite im Internet, dieses Problem nicht hatte, weil sie eben eine deutlich dezentralere Infrastruktur hatten. Also hier müssen diese Unternehmen dann sozusagen von diesem Dienst lernen und einfach deutlich dezentralere Infrastrukturen bauen, dass solche Angriffe eben nicht zur Regel werden. Denn dieses Internet der Dinge, wie gesagt, wird explodieren. Es ist täglich 10.000 neue Geräte, die da eben auf den Markt gekippt werden, die eben leicht für solche Angriffe missbraucht werden können. Die Zahlen steigen auch. Also wir sind jetzt bei über 1 Terabit pro Sekunde, die Anfragen losgeschickt werden. Also vor 2013 waren wir bei 300 Gigabyte. Also ein Drittel sozusagen, wo eben die Angriffe auch immer größer werden, immer stärker werden. Und deswegen müssen sich Unternehmen auch darauf vorbereiten, hier eben dezentrale Infrastrukturen aufzubauen, damit solche Angriffe eben nicht zur Realität. Scheibe von Pornhub abschneiden. In dem Fall ruhig mal eine Scheibe von Pornhub abschneiden. Vielleicht eine Abschlussfrage noch ganz schnell zum Schluss. Was macht man als Verbraucher, Verbraucherin jetzt mit dem Wissen um diese DDoS-Attacken? Sollte man vielleicht besonders vorsichtig sein, wenn es darum geht, Hardware zu kaufen, die ans Internet angeschlossen ist, die aber eben kein Computer oder Smartphone ist, wo man auch viel noch selbst einstellen kann? Exakt, also man sollte hier nicht die billigsten Anbieter sozusagen vom Markt nehmen, sondern man sollte vor allen Dingen darauf achten, wie sind diese Geräte geschützt? Gibt es da Standards sozusagen? Und dann, wenn man so ein Gerät hat, muss man unbedingt das Passwort ändern. Das ist das Allerwichtigste, was man macht. Und man sollte zum Beispiel auch darüber nachdenken, die in ein extra WLAN zum Beispiel zu hängen, also ein extra Netzwerk zu hängen. Denn wenn so ein Gerät angegriffen wird, ist es dann zum Beispiel relativ einfach, auf die anderen Geräte im Netzwerk zugreifen zu können. Ja. Wenn aber jetzt der Staubsauger mit dem Toaster in einem extra Netzwerk hängen, dann kann zumindest mein Computer nicht mehr so leicht angegriffen werden. Das wäre zum Beispiel so eine Maßnahme. Die Geräte müssen auch wie Computer immer wieder geupdatet werden. Ja. Also das ist auch ganz wichtig. Hier muss man auch vorher sich informieren, bringt der Hersteller überhaupt Updates mit heraus? Also ist das überhaupt mitgedacht? Ja. Und an solchen Stellen erkennt man zum Beispiel auch, ob es sich eben um einen Hersteller handelt, der das Thema Sicherheit auch ernst nimmt oder ob es jemand ist, der einfach nur möglichst schnell Geld verdienen will. Es gab zum Beispiel jetzt einen Fall von einem chinesischen Kamerahersteller, der dann jetzt Zehntausende solche Kameras wieder zurückgerufen hat, weil es einfach gar nicht technisch vorgesehen war, dass man die in irgendeiner Art und Weise mit Updates versorgen konnte. Also hier muss man sich im Vorfeld informieren, was ist das für ein Gerät, gibt es Updates, wie oft, gibt es Sicherheitsstandards und im Optimalfall nochmal ein extra Netz hängen. Ja, sehr gut. Das ist wirklich eine gute Idee mit dem extra Netz, weil dann hat man zumindest seine sensibleren Daten zunächst mal auf der sicheren Seite. Ansonsten kann man zusammenfassend sagen, dass man sich beim Kauf von Gerätschaften, die mit dem Internet verbunden sind, für den Haushalt, dass man sich da dolle darüber informieren sollte, wie sicher diese Gerätschaften sind, denn unter Umständen sind die ein Einfallstor für Hackerangriffe. Das wollen wir nicht. Vielen Dank, Alexander Sander. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Flux FM in digitaler Gesellschaft.